Was können wir denn noch hier? Wir sind jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ich würde behaupten, wir sind jetzt bei 55 Minuten, Pi mal Daumen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt nur noch ein Thema und das andere heben wir uns dann wirklich für einen richtigen Podcast, falls er wieder nach Düsseldorf fährt und ich keine Zeit habe. Machen wir. Jedenfalls. Ich dachte, du ziehst jetzt nach Berlin, was ist los? Besorgen mir eine Wohnung zum günstigen Preis, ich mach's. Okay, also, bearbeiten haben wir. Also ich glaube, ja? Sogar eins der beiden letzten Themen noch interessant. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Thema 9. Also zumindest ist es bei uns in der Liste so aufgeführt. Durch was lässt du dich denn so inspirieren? Das könnte Fernsehen sein, Serien, Filme, Instagram, Pinterest, YouTube und so weiter und so fort. Da ich das ja gerade vorgelesen habe, lehne ich mich zurück und du erzählst. Ja, also... Die Inspiration folgt durch was? Die Inspiration speziell für meine Shootings folgt primär wirklich durch Instagram. Diesen Entdecken-Feed, Fotografen, den ich folge. Ich mache es halt da wirklich so. Ich folge Fotografen und Models, wo ich bei deren Arbeit 90% der Fälle sage, wow, das möchte ich selber machen, das finde ich geil. Also gut, jetzt bei einem Model, was Aktfotos macht, da möchte ich jetzt nicht selber mich ausziehen, aber... Nicht? Nein. Wieso nicht? Also ausziehen schon, aber nicht vor der Linse. Nein, aber... primär halt wirklich über Instagram. Pinterest kommt bei mir in letzter Zeit wirklich mehr. Ich habe da ja wirklich die Möglichkeit für Moodboards, wenn ich Shootings, sagen wir mal jetzt, wie hier in Berlin mit Agenturmodeln mache, mir die Bilder wirklich anstatt einen Screenshot zu machen, runterzuladen und in ein Moodboard zu packen. Ja. Ja, ansonsten YouTube immer mal wieder durch Videos, Mango Street, sagen die vielleicht was, ja. Jessica Kobasi, Manny Ortiz. Da gibt es noch zwei, drei andere, die Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Aber das sind so die großen, wo ich immer gerne reingucke, bei Jessica Kobasi hier, For Photographers Shoot One Model, ja. Die Reihe. Oder, ja, das ist halt das, wo ich mir auf YouTube wirklich Inspiration hole. Serienfilme weniger. Klar, vielleicht sieht man gerade mal ein geiles Setting, wo ich jetzt sage, wow, geil, vielleicht stelle ich das irgendwie mal nach. Serien, jetzt nicht im Bereich der Fotografie, aber auf Netflix hier, Houses Around the World heißt die Serie, glaube ich. Okay. Ein Architekt und irgendwie in den Staaten eine, was ist das, Moderatorin oder so? Mhm. Oder war oder ist da wohl berühmt oder bekannt? Keine okay. Ahnung. Habe ich nur darüber kennengelernt. Die stellen halt unterschiedliche, besondere Häuser in Ländern oder Regionen vor. Wirklich cool. Hole ich mir gerne Inspiration für ein mögliches zukünftiges Haus, ja. Oder Designideen darüber. Aber ansonsten Filme und Serien sind da eher weniger. Fernsehen auch. Ich gucke so gut wie kein Fernsehen mehr, außer ab und zu mal ein paar Satire-Sendungen. Das war's aber, was Fernsehen angeht. Also bei mir sind die Hauptinspirationsquellen derzeit Instagram, Pinterest kommt mehr und YouTube halt über solche Personen, die ich gerade eben genannt habe. Derzeit noch Black and Ginger heißen die beiden. Flannery Underwood Wood ist da unter anderem dabei, auch ein Fotografen. Ja, Jessica Kobasi in letzter Zeit auch immer dabei gewesen. Aber ja, das sind so meine Inspirationsquellen. Oder ab und zu mal, wenn draußen irgendwo ein Werbeplakat sieht, wo ich denke, wow, geil gemacht. Vielleicht merke ich mir das mal und probiere es vielleicht irgendwann mal selber in meiner Art und Weise umzusetzen. Also, wenn du bei Instagram beispielsweise unterwegs bist, also kann ich gleich kurz auf mich kommen, aber das will ich in der Hinsicht noch gar nicht. Wenn ich auf Instagram beispielsweise ein geiles Bild sehe, entweder speichere ich mir das dann quasi ab und, mit der Speicherfunktion auf Instagram oder ich mache halt einen Screenshot und setze dann halt einen, hier jetzt so ist es beim iPhone, um das zu favorisieren, damit man das auch schneller wiederfindet. Machst du das ähnlich oder wie behältst du dann, sag ich mal, ein Bild im Kopf, was du gesehen hast, so vielleicht könnte man in die Richtung. Also ja, primär mit der Speichernfunktion, wenn ich jetzt weiß, dann und dann finde ich mit dem Model, das passt dafür. Dann lege ich mir einen extra Ordner mit dem Modelnamen an, einmal noch ein Bild vom Model von der Seite einfach speichern als Titelbild wählen, damit ich weiß, das ist von dem Model, da muss ich nicht mehr auf den Namen gucken und dann kommt da die Inspiration rein. Hauptordner wie Porträt oder sowas habe ich und jetzt Person Nummer 3 oder 4. Wieso laufen die immer so dicht an uns vorbei? Ey, verstehe ich nicht.
Wollen alle ins Internet. Ey. Ja, klar. Und im Nachhinein sagen sie dann so, ja, warte mal, ich bin doch auf dieser Aufnahme. Laut der DSGVO will ich hier gar nicht zu sehen sein hier. Das geht so gar nicht. Ja, 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 die DSGVO. Anderes Thema machen wir auch nochmal. Bevor wir abschweifen. Genau. Ja, also viel über solche Porträtordner. Ich habe da ein, zwei Ordner mit Gegenlicht mir angelegt, mit Bildern, die durch Glas geschossen wurden. Sprich, man sitzt im Café, Kaffee in der Hand. Ich stehe draußen, Kaffee auf der Scheibe. Ich fange jetzt derzeit mehr an, mir nach themenbasierten Ordnern anzulegen. Zum Beispiel Fashion Mood, Mail Mood für Mail Models, City-basiertes Fashion, Studio, eher so Street-Style, City-mäßig die Aufnahmen. Und danach versuche ich derzeit zu sortieren. Und halt, dann habe ich wirklich 6, 7 gespeicherte Ordner mit Model 1, Model 2, Model 3. Und wenn ich dann wieder ein Model habe, was ähnlich aussieht, kann ich auf den Ordner wieder zugreifen. So mache ich das. Ja. Ab und zu Screenshots von Instagram und dann wird es favorisiert und zugeschnitten und noch einmal Mood drüber geschrieben, handschriftlich. Ja, handschriftlich, ne? Also mit dieser Schreibfunktion, die man bei den Screenshots hat. Und dann, wenn das Model angenommen hat, ein Instagram hat, kommt es eigentlich nie vor, aber kann ich so noch weitermachen. Ja. Ja. Okay, also ist es dann so ähnlich wie bei mir, also wenn ich Instagram nutze und also nutze, um halt dann Inspiration zu suchen, dann natürlich auch über die Suchfunktion, beziehungsweise das erste, wenn du auf Suchen klickst, dann kriegst du ja als Fotograf, habe ich das Gefühl, schon eine Auswahl an Bildern, die halt genau zu dem passen, was du geliked hast. Ja, ja klar, liegt halt auf dem Algorithmus, wen du was folgst und so weiter und so fort. Wenn ich da ein Bild sehe, dann meistens speichere ich es mir ab. Ab und an mache ich halt aber auch nur sehr altmodisch dann halt Screenshots und favorisiere das dann halt in meiner Galerie so. Das ist echt altmodisch, aber komischerweise gibt es halt diesen Gedankengang dann echt ab und an auch so im Kopf so, okay, ich muss das jetzt so machen, anstatt einfach nur Speichern zu drücken. Das triggert mich teilweise sogar. Wenn Models mir, anstatt mir das einfach per Sendenfunktion zu schicken, Screenshots machen und mir die Screenshots schicken. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber das triggert mich einfach. Na, ich krieg 5 oder 10 Bilder als Screenshots. Und kann sie mir aber selber nicht mehr abspeichern. Ja, das ist mega gut. Runterladen kann ich sie ja auch nicht von Instagram, muss dann wieder ein Screenshot machen. Ja, super gelöst. Dann habe ich es in einem Ordner auf dem Handy liegen, also in der Fotos-App und dann nochmal einen extra Ordner auf Instagram. Ich krieg nichts mehr kombiniert. Läuft. Ja, perfekt gemacht. Ja, ja, das ist halt so, das habe ich bei meiner anderen Geschichte, da gibt es jemanden, der macht halt beispielsweise schickt er mir per E-Mail die eine Geschichte und per WhatsApp dann die andere Geschichte. Und dann die beiden Sachen irgendwann vielleicht in einem halben Jahr später nochmal zu kombinieren, ist dann so, okay, wo hat er mir das jetzt geschickt? Ja. Aber um auf die Inspiration zurückzukommen, Instagram ist wirklich eines der inspirierenden Mittel, die man nutzen kann, wenn man halt gefühlt aber tausende Fotos täglich sieht und man immer verschiedene Fotos sieht. Klar ähneln sich ab und an Bilder von der Pose her oder vielleicht auch vom Look / Bearbeitungsstil, weil ja ganz, ganz viele, zumindest war es in den letzten Jahren immer so diese Vintage-Style. Ja, machen. Ich weiß, welchen du meinst. Und dann gefühlt ist Instagram nur mit Vintage-Style. Oder bei den Amerikanern viel dieser richtig poppige, überarbeitete Teal and Orange-Look. Ja. Den hat man bei vielen der größeren Fotografen, findet man auf vielen der großen Feature-Seiten fast täglich oder alle 2 Tage. Aber ja, man sieht halt entweder posentechnisch, was halt einfach nicht anders geht nach den Jahren. Richtig. Oder edit-technisch, weil Person 1 macht's und tausende Personen sind es geil und machen es nach. Ja. Klar, du jetzt nicht, dein Stil ist ja doch wirklich außergewöhnlich, aber auch bei mir ist das der Fall. Ich sehe was und ich versuche es halt irgendwie zu replizieren. Ja. Zwar auf meine Art, aber man repliziert es. Ja. Noch zu dem Punkt Pinterest. Nutze ich ganz gerne, wenn ich ein spezielles themenbasiertes Feld habe, was ich suche. Die Hashtags auf Instagram werden dreckig verwendet. Ja. Du siehst, ein Partygrüppchen ist in der Stadt unterwegs und schreibt dann Mail-Model teilweise darunter. Ja, ja, ja. Oder halt Porträt-Shooting oder ja. Also, ne? Also man findet nichts mehr. Zu viele und da und man kann halt immer nur einen Hashtag suchen. Bei Pinterest kann ich ja wirklich anfangen mit Mail-Model. Als nächstes setze ich Fashion drunter, Jahreszeit oder Ort. Also City, Nature. Und ich finde sehr, sehr gut, sehr, sehr gute auf diesen Text bezogene Ergebnisse. Bei Male Model war es schwieriger als bei Female, aber wenn ich wirklich für das eine Thema was suche, jetzt auch für das Erstellen meiner Moodboards hier für Berlin, weil ich jetzt 2 Male Models hatte bzw. haben werde, einfach
über Pinterest gemacht. Außer ich sehe jetzt das eine Bild gerade zufälligerweise in meinem Feed bei Instagram. Ja. Nur da man auf den ganzen Feature-Seiten überall nur Frauen sieht, liked man das natürlich und findet keine Male-Models. Ja, ja. Ja, in Pinterest muss ich mich beispielsweise noch gewöhnen. Pinterest ist für mich irgendwie komischerweise immer noch der Moody-Hotspot Nummer uno. Also ich weiß nicht warum, aber ich kann mich entsinnen, es gab halt eine Zeit, da gab es halt eigentlich nur Frauen auf dieser wunderbaren Webseite. Und die haben sich halt gefühlt über alles ausgetauscht. Also dann halt Sachen gepostet über Gärten, über Kochen und keine Ahnung, weil dazwischen gibt es natürlich auch, also das Spektrum ist halt größer geworden. Man findet halt auch viel über Fotografie. Blogger sind viel unterwegs, wo man sich Inspiration holen kann. Also ja, Pinterest wird, auch wenn es seit Jahren auch in den Staaten, meine ich, viel genutzt wird, naja, auch in Deutschland immer bekannter. Gut, bekannter ist schon, aber es wird von der Masse mehr genutzt. Ja. Die Fotografen fangen jetzt plötzlich auch an, ihre Bilder auf Pinterest hochzupushen. Ja, du findest es halt wirklich themenbasiert, ja, selbst wenn du den Text selber nicht setzt. Ich meine, Pinterest setzt automatisiert und dazu passende Text. Echt? Ich meine, bin mir nicht ganz sicher, okay, aber... Wäre natürlich krass von der Plattform her an sich, wenn die das so machen würden. Also würde ja natürlich das Leben auch ein bisschen erleichtern, da muss man halt nicht selber aber, denken, welche... Ja, aber wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da ich selber bisher nur ein einziges Bild aufgejagt habe. Ja, und ansonsten, also Fernsehen ist halt altbacken. Ich bewundere mich eh als Fernsehgenerationsmensch, dass es Fernsehen immer noch gibt. Also dass man immer noch Formate fürs Fernsehen produziert und nicht nur fürs Internet. Das ist halt so echt sehr, sehr kurios oder ominös. Deswegen würde ich sagen, Fernsehen würde nur in Frage kommen, wenn halt ein Film läuft, den ich gefühlt dann schon mal im Kino gesehen habe. Dann ist Fernsehen halt aber auch nur relevant, weil ich den Film schon mal gesehen habe und vielleicht nochmal sehen will. Da ist aber auch der Punkt, der Film lief im Kino und wenn er im Fernsehen läuft, ist er schon auf Amazon Prime oder Netflix vertreten oder Maxdome oder Sky. Also selbst da braucht man es nicht mehr wirklich. Es gibt Sendungen, ich gucke gerne Die Anstalt, eine Satire-Sendung im ZDF. Ja. Die läuft einmal im Monat, da habe ich gerne dieses Feeling, jetzt mache ich dafür extra den Fernseher an, guck mir diese knappe Stunde die Sendung an. Ja. Aber ansonsten, ich finde fast alles in den Mediatheken ansonsten. Ja, ja. Teils auf YouTube, von denen direkt. Wofür soll ich den Fernseher nochmal anmachen? Mein Fernseher ist einfach nur Bildschirm für eine Spielekonsole. Klar, aber ja. Verstehe. Aber wir sind ja immer noch bei der Inspiration. Ja, ne? Wir sind abgeschlossen. Wie schon noch. deswegen ist es halt so, das Fernsehprogramm ist halt irrelevant in der Hinsicht. Da, wie Leander gerade schon sagt, ist ja dann halt, bevor das im Fernsehen läuft, gibt es das bei Amazon Prime, Netflix und Co. Und ja, es gibt schon, also ich kann jetzt kein Beispiel an Serien nennen. Ich gucke viele Serien und in vielen Serien, also würde ich sagen, saugt man halt Dinge auf, die man dann wieder für sich selbst auf Fotos projizieren unbewusst möchte. Wahrscheinlich. Oder eher man unbewusst, guckt, ja, genau. Und hat das dann irgendwie mal abgewandelt wieder im Kopf. Genau, ja. So. Also nicht nur für Fotografie, auch für mich dann für die Videografie. Aber das ist ein anderes Thema. Dadurch würde ich schon sagen, dass Serien und auch Filme viel ausmachen und die Sichtweise ja auch komplett ändern. Also ich wurde auch tausendmal gefragt, wie es denn ist, wenn ich Serien und Filme gucke. Wie guckst du denn die Serien und Filme? Guckst du die, indem du die guckst? Oder guckst du die, um dann selber noch festzustellen, ah, der Kameramann hätte jetzt vielleicht das machen können oder der Kameramann hat es richtig geil gemacht? Oder Bildperspektive, wie auch immer. Und ich muss immer wieder sagen, ich gucke das, weil ich es gucke. Ja. Also ich will ja unterhalten werden in dem Moment. Irgendwo unterbewusst, wie wir gerade schon hatten, wird es dann so sein, dass ich irgendwas abspeichere, ja, und dann halt irgendwann wiederverwende. Aber an sich möchte ich also in der Hinsicht nicht intensiv darüber nachdenken, ob der Kameramann das jetzt gerade ultra geil gemacht hat oder ultra beschissen gemacht hat, weil am Ende... Das überlässt man lieber den Kritikern. Zum einen das. Ja. Und zum anderen ist es auch da eher unwichtig, außer der Kameramann baut jetzt so viel Müll, dass das Bild, ja, nicht mehr aussieht. Richtig. Aber wo du das gerade ansprichst, mir passiert das gerne mal, wenn ich einen Film das zweite oder dritte Mal gucke, weil ich ihn so geil finde, dann fange ich an, auch mal darüber nachzudenken. Ja, aber, natürlich, natürlich. Wenn ich den Film das erste Mal oder das zweite Mal gucke, dann gucke ich ihn nicht, weil ich untersuchen möchte, wo stand der Kameramann, was hat der für ein Objektiv genommen, um diesen Look hinzukriegen. Genau. Das ist irrelevant. So, manchmal kann man ja sogar aus Serien und Filmen sogar vielleicht für sich auch noch ein Color Grading abgreifen. Ja. Oder so. Ja. Das geht ja auch. Also es gibt ja viele Serien, da ist
jetzt wie bei Instagram Vintage-Bilder-mäßig halt das Color Grading gesetzt, oder aber es ist halt wie viele Amerikaner halt Teal and Orange benutzen und so weiter und so fort. Also auch da kann man gewisse Farbgebungen, Color Gradings, wie auch immer, abgreifen. Die Perspektive von vielen Sachen würde man sicherlich da auch nochmal sehen. Bei uns eher unterbewusst, vielleicht bei dir, falls du jetzt gerade Anfänger bist in der Hinsicht. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, Filme, Serien zu gucken. Was haben wir hier noch? Hatten wir noch irgendwas draufstehen? Ich hatte das eigentlich ausgemacht, weil du meintest letztes Thema, aber ja, guck nochmal das. Nee, ich will nur hier. Achso, TV, Serien, Filme. YouTube. Ja, also egal, eigentlich YouTube, Vimeo, wie es nicht alles heißt, überall da, wo man Videos schauen kann, kann man definitiv sich Inspiration holen. Nicht nur bei Fotografen, auch bei anderen, wie Leander vorhin auch meinte, Bloggern, YouTubern und so weiter und so fort. Also Inspiration gibt es überall, man muss sie halt nur nutzen und auskosten und dann am Ende für sich selbst seinen kreativen, künstlerischen Freigang erlauben, um dann zu dem Bild zu kommen, was man am Ende auch auf Instagram, Facebook und Co. postet. Oder einfach nur der Familie eingerahmt im Acrylglas schenkt oder so. Keine Ahnung. Ja. Das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Also ich weiß gerade nicht, wie lange es jetzt läuft, aber weil wir gerade das letzte Thema angefangen haben, waren es auf jeden Fall schon 55 Minuten. Das heißt, also, du guckst echt eine ganz, ganz lange Zeit uns beiden gerade zu. Und oder hörst du uns sogar bis zum Ende durch. Oder halt so. Es wird auf jeden Fall in der Beschreibung nicht geben, so von wegen Thema A fängt dann und dann an und Thema 2 fängt dann und dann an. Nein. Die Arbeit werde ich mir nicht machen. Du kannst dir gerne anderthalb Stunden oder wie lange es jetzt läuft, durchgucken. Punkt. Aus. Vorbei. So sieht's aus. Solltest du Leander noch nicht kennen, dann hast du auf jeden Fall etwas verpasst. Also, Real Talk, du hast etwas verpasst, weil Leander macht echt geile Bilder. In der Videobeschreibung gibt's natürlich den passenden Instagram-Link. Solltest du auch noch kein Follower von ihm sein, dann folge ihm. Geile Bilder. Jede Woche mindestens ein neues, würde ich jetzt behaupten. Vielleicht auch mehr. Ich bin mir gerade unsicher. Teilweise kommt man nichts, aber Ziel ist alle zwei, also montags, mittwochs, freitags, beziehungsweise drei Bilder die Woche. Siehst du? Also mindestens ein Bild pro Woche ist auf jeden Fall am Start. Und dann kannst du, ich weiß gerade nicht, welches Bild dann aktuell sein wird, wenn du dieses Video siehst. Aber du könntest einfach mal unter dem aktuellsten Bild bei ihm auf dem Instagram-Kanal Hashtag MiluQD lässt grüßen oder sowas runter kommentieren. Das würde ich mega finden. Ist gut für den Algorithmus, ist gut für ihn, ist gut für das Bild. Du weißt, Support ist alles. Support ist wirklich alles. Von daher kann ich jetzt so sagen, Leander, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du nach Berlin gekommen bist. Für dich. Jederzeit wieder. Nein, hat wirklich Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielleicht auch nur als Podcast. Vielleicht wieder in Videoform. Genau, das werden wir uns dann quasi überlegen. Das ist nicht jetzt nicht unbedingt von euch abhängig. Also wenn ihr dem Video natürlich einen Daumen nach oben geben wollt, immer her damit. Wenn ihr das Video teilen wollt, teilt es einfach, damit nicht nur meine Leute das Video sehen, sondern auch Leanders Leute. Im Übrigen kannst du deinen Leuten dann auch Bescheid sagen, dass sie das Video teilen sollen. ich weiß gerade nicht, wie viel Platz hier ist. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwo dann zwei weitere Videos, auch noch mal reinschalten. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch für heute noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao.